spiel doch ein Scheißspiel alleine. Oh, huch. Ist mir die Mütze mit runtergesegelt gerade. Ich, Sekunde. Habe ich übertrieben? Nein. Alter. So, mir ist jetzt auch noch die Lampe umgefallen, gerade beim Wegstampfen. Und eine Dose ist hier umgefallen. Zum Glück war die leer. In der Blume ist ein Diamant für den Glas. Alter, ey, ganz ehrlich, ey, das ist einfach nicht wahr. Ich verprügel gleich den Monitor mit der Tastatur. Dieses Spiel ist eine Zumutung an die Menschheit. Dass sowas nicht USK geratet wird, weißt du? Blut und Gore, ja, das wird gewertet. Nippel, komm mal ruhig, das geht alles. Aber so eine Scheiße wird zugelassen und das dürfen Kinder spielen. Das ist nicht in Ordnung. Schulterpudel. Grim Tales. Die Vergeltung. Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Grim Tales, die Vergeltung, weil ich bin ja auch voll vergeltgeil, das muss man mal dazu erwähnen. Und deswegen Grim Tales 6, endlich geht es los. Ich habe sehr lange Zeit darauf gewartet, ich glaube 1-2 Stunden. Das fängt ja super an. Okay. Klar. Aachen Dietrich, ja. Wollte ich genauso machen. Ja, auch die Einkerbung, wie beim Schlüssel, original nachgedreht. Natürlich, alles aus dem Kopf. Wir haben nämlich mit unserem Terminator-Auge das Schloss von der Tür gescannt. Und dann ging das schon ganz gut. Es fängt schon super an. Aber das kann ich natürlich auch nicht mit der Hand machen, denn meine Pergamentarme reißen, sobald ich sie aus Versehen in Spinnenweben tue und sie dann rausziehen will, dann reißen mir die Hände ab. Das ist doch unfassbar. Vielleicht mit der Säge raussägen. Oh, Grim Tales ist auf der Twitch-Startseite. Das tut mir leid, liebe Twitch-Leute, es tut mir echt leid, das wollte ich nicht. Mit einem dünnen Gegenstand könnte ich den Riegel anheben. Alter, mal ganz ehrlich. Dieser Spalt, ich meine, ich habe jetzt nicht die dünnsten Hände. Ich habe jetzt nicht irgendwie so kleine, zarte Mädchen, ich habe schon ordentliche Pranken. Und wenn ich jetzt da gerade die Tür sehe, ganz ehrlich, da machst du so. Und wir spielen eine Frau. Nein, ich bin zu... Tür, weil die Riegel kriegen nicht auf. Ich brauche dringend, ich muss Schule gehen, Riegel auf. Ich glaube, die könnte im Schrank sitzen und wird die Tür nicht aufkriegen, weil die zu doof ist. Die sperrt sich im Schrank an und verhungert. Gut, statt einen Korkenzieher, weißt du, wir hätten ja auch einen Korkenzieher kriegen können, einmal den Kork rausgezogen, bei der Heizung reingesteckt, stattdessen kriegen wir natürlich einen Korken am Bändchen. Wie viele Menschen kenne ich, die sagen zu mir, Mensch, Gronk, also man spricht, so spricht man mich an, Mensch, Herr Gronk, Professor Dr. Herr Gronk, wissen Sie, was ich mir am meisten wünsche im Leben? Ein Korken am Bändchen, das ist das Schönste auf der Welt. Nicht so ein Flaschenverschließer, den man so reinklippen kann. Nein, es muss irgend so ein Korken sein, der sich mit der Suppe vollsaugt, wenn man den in die Flasche steckt, wo dann der ganze Sift da reingeht, damit das bei der 10. Flasche richtig nach ekelhaften Schimmelpilzen schmeckt. Ein Korken am Bändchen. Da oben sind alte, gebückte Frauen hinterm Fenster, die wahrscheinlich ihre Rente verloren haben. 5 Mark liegen irgendwo auf dem Teppich und die suchen sie gerade. Deswegen laufen die da so herum. Was? Ist das hier ein Kondom? Dunkles, ekelhaftes, schmutziges Kondom, das sieht so aus wie ein Kondom. Warum machen die Kondome hier ins Spiel? In diesem rosa Zimmer. Warum hängt hier ein Schlüpfer über dem Kaktus oder was das ist? Das ist voll das ekelhafte Sexistenspiel. Grim Tales 6. Oh. Schnauze, Hund! Ich glaube, es hackt! Schnauze, Hund! Entschuldigung. Das ist mal ein Aggressionsschübe. Ich habe das manchmal. Ich bin aber jetzt in Therapie. So, TTT werde ich übrigens machen, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich es festmachen werde. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich mich da so sehr zum Lügen eigne. Das hört sich jetzt natürlich doof an, aber ich weiß halt nicht genau, wie sehr ich... Obwohl, Geschichten erzählen klappt immer gut. Doch, das klappt eigentlich ganz gut. So, bis heute denken ja alle, dass ich Erik heiße. Ja. Das ist voll das SM-Studio hier oben mit den Halsbändern und Lederriemen und hier zum Draufbeißen und so. Da weiß ich schon gleich Bescheid. Und hier Batterien. Oder nutzt das Nippelringe? Ich glaube, das sind Nippelringe. So Nippelgewichte. Kann man das hier sehen? Meine Nippel sind zu weit unten. Ich müsste sie hier hochpushen. Nippelgewichte.
hoffe, das funktioniert auch. So, ein Zahnrad und... Nein! 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 Warum? Warum? Ich hab doch nichts getan. Oh Mann. Oh. Repariere den Projektor mit Hilfe der Einzelteile. Wähle jedes Teil aus, um zu sehen, wo es hingehört. In den Müll. In den seelischen Mülleimer, den dieses Spiel fabriziert. Oh. Alter, ist doch kein Wunder, dass die Jugend sich ritzt, wenn man so eine Spiele auf den Markt bringt. Entschuldigung. Aber ernsthaft, ey. Ich, Alter, ich atme hier nur noch in die Faust. Oh, und das um die Zeit. Ich meine, es ist 12, ich bin alt, gucke auf die Uhr. Normalerweise muss ich mich jetzt schon Zivi durchs Altenheim schieben. Ich weiß, es gibt keine Zivis mehr. Ist mir egal, ich bin alt, für mich gibt's die noch. So. Hätten wir natürlich nicht in der Pipette selbst transportiert. Alter. Ich reiß mir diese Scheißnase gleich auf dem Gesicht. Das Spiel macht mich aggressiv. Es sind nicht die Killerspiele, es sind nicht die Shooterspiele. Es sind Spiele wie dieses, die aggressiv machen. Ich merke das an mir selbst. Mein Aggressionsverhalten bis hier. Ich sehe gleich aus wie die Frettchen. Das Gefühl, wenn du das Spiel löschen darfst. Oh, ja. Oh, ja. Ah, kriege ich einen halben Orgasmus vom Monitor, wenn ich nur daran denke. Ne, mit der Hake kann ich das Laub beiseite machen. Das kann die auch nicht mit der Hand anfassen, so eine Hake. Nein, die braucht den Stab. Die Alte braucht den Stab und ich glaube, das macht die nicht mit der Hand, die setzt sich drauf auf den Stab und macht es dann mit dem Becken. So, so frustriert bin ich, dass ich so eine Witze jetzt mache. Denk mal an den Jugendschutz, Grim Tales. Willst du mich verarschen? Die Patrone kommt hier. Rage Pig! Entschuldigung. Alter, das ist eine Kanone und da steht als Erklärung dekoratives Buch. Ich hab einfach das Spiel. Boah. Das Spiel, ey, das ist einfach nur... Ach, der Bram ist auch da. Liebe Grüße, Bram. Spielt auf dem Beats-Beats-Channel mal Grim Tales. Es ist echt eine Bereicherung. Ich kann euch das nur empfehlen. Bitte spielt ihr doch den 7. Teil dann. Der bestimmt rauskommen wird. Der wird bestimmt noch besser als die 6 Teile davor. Ich bin voll überzeugt. Man merkt das bestimmt. Alter, ganz ehrlich, wer soll denn sowas zu Hause spielen? Ganz ehrlich, was ist denn das? Das ist doch kein Spielspaß. Das ist einfach nur... Alter. Ganz ehrlich, da gehe ich lieber zur Domina und lass mir mit glühenden Fahrradspeichen durch die Nippel stechen. Das ist mehr Spaß als... Weiß ich nicht. Das ist... Und ich mochte Grim Tales. Ich mochte es wirklich gerne. Ja, oh danke. Danke. Oh Gott. Das Spiel werde ich meinen Kindern vererben, wenn ich sie hasse. Oh, Alter. Ich kann in diesem Schloss meinen Augen kaum trauen. Alter, ganz ehrlich, ich würde in diesem Schloss am liebsten meine Augen rauskratzen und gegen die Wand klatschen wie zwei rohe Eier, damit ich diesen Scheiß nicht mehr sehen muss. Ganz ehrlich, wie gesagt, da gehe ich lieber auf die Schüssel und lege einen fetten Grim Tales 6 ins Porzellan und spiele damit rum, als mit dem hier. Da muss ich mir hinterher wenigstens nur die Hände waschen. Gründlich. Denn sie stinken sonst. So, Alter, ich bin... Boah, Alter... Frohe Weihnachten, perfekt für Schwiegereltern, Alter. Das Spiel ist einfach... Alter, ich... Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das? Grim Tales. Alter, ich... Aha, ein Schleifstein. 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 Dein Stream hängt.
So, Entschuldigung. Wir gehen die Treppe hoch. Im Obergeschoss ist ein Gulli auf dem Boden. Im Obergeschoss. Warum nicht gleich auf dem Dachboden ein Gulli bauen? Oder vielleicht noch aufs Dach drauf? Gronkh, hast du vor, Babys zu bekommen? Es tut mir leid, mein Körper ist nicht dazu ausgelegt, Babys zu bekommen. Ich bin ein Mann. Es wären bestenfalls Arschgeburten. Und das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Ich werde was anderes versuchen. Wirst du nicht. Los, mach das. Du wirst nichts anderes versuchen. Du wirst diesen scheiß Pinsel nehmen und was malen. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so. Ich brauche nicht die komplette Schleifpapierrolle. Ein Stück reicht vollkommen aus und ich kann es nicht abreißen. Denn Schleifpapier ist ja unreißbar, wie man weiß. Dann nimm doch einfach die Scheißrolle mit und benutze nur ein Stück davon. Blöde Mistkuh. Ich muss den Griff für den Kamin finden. Wie? Ein Ofengriff reicht nicht? Es muss auch noch ein Kamingriff? Was? Das wurde nicht abgeschliffen. Ich könnte mir einen Splitter einziehen. Alter, die Alte, ganz ehrlich. Boah, ich würde die am liebsten verprügeln. Ganz, also richtig. Alter, wir sind durch. Ich glaub es einfach gar nicht. Ich glaub es gar nicht. Alter, slap my ass and call me Sally. Wir sind echt, ich glaub, Alter, wir haben... Ich... Und außerdem, was ist denn eigentlich mit ihren Brüsten los? Warum pulsieren die so merkwürdig? Alter, die quillen mir immer ins Gesicht und dann ziehen sie sich wieder zurück. Wenn die einen Angriff wagen, dann sollen sie hier, ne? Alter, ich hoffe, der Grafiker hat kein Geld dafür bekommen, weil das ist ja ein ganz billiger Versuch. Und vor allem, die streichelt, guck mal, die Hand, die streichelt auch die ganze Zeit ihre Brüste. Das finde ich scharf. Ja, ich bin... Komisch, macht mich gar nicht geil. Oh. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht so lange auf den pulsierenden Brüsten verbringen. Die Alte ist weg. Die reibt sich erst die Brüste und geht dann einfach weg. So sind sie. Ich muss es irgendwie öffnen, denn ich kann das Porträt nicht aus dem geschlossenen Buch herausziehen. Das würde ja irgendeine Muskelkraft oder Tätigkeit erfordern. Ich probiere mal gerade was. Moment, ich habe hier noch so... Sekunde. Ich mache hier gerade nochmal einen Check. So, ich habe hier noch dieses Buch. Das liegt hier noch rum. Huch, das ist irgendwie, wird ausgekiet, komischerweise. Dann habe ich hier noch diese Karte von Wolf. Sieht man hier, ne? Ich tue jetzt die Karte in das Buch hinein. Wir machen gerade mal so einen Praxistest. Ich bin, das ist ein bisschen David Copperfield hier. Stellt euch vor, da steht jetzt drauf, Property of Silver McGregray, hier, wieder oben, ne, ist jetzt blau, nicht rot, und jetzt, das Buch ist geschlossen, halt dich fest, das Buch ist geschlossen, Street Magic mit Gronkh McGregray. Geschlossenes Buch. Kriegst du keine Karte raus. Kriegst du kein Foto raus. Das ist einfach. Also ich. Die Alte ist so grenzdebil. Ich habe da gar keine Worte für. Dass die Familie überhaupt klarkommt, wundert mich. Zum Ficken reicht's. Okay, das ist lustig. Was erhält man, wenn man einen Klempner mit einer Prostituierten kreuzt? Ein Handwerker, der wenigstens vorgibt zu kommen. So, das könnte man ja machen. So, das geht echt gut. Das war ein witziger Witz. Das erste Mal, dass ich im Witzebuch einen witzigen Witz lese. Der Rest ist scheiße. So, war der einzig gute Witz. So, Freunde, vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich ausführlich und wir sehen uns wieder.